Ich weiß aus Erzählungen meines Mannes, dass sich der Männergesangverein aus der Hausmusik einiger Männer in Mainstockheim gebildet hat. Deren erster Chorleiter war der Opa meines Mannes, der ist hier, Friedrich Burlein. Und es wurde ernsthaft musiziert und wenn ein Fotograf kam, hat man sich extra gut gekleidet. Singt uns das Lied vom Frankenmain, singt es mit Feuer klar und rein. Lasst alle Stimmen hell erklingen, unser Wein, lasst uns besingen. Besonders in den Nachkriegsjahren, das waren ja die Gründungsjahre, da waren Vereine in allen Dörfern was Besonderes. Und wenn man dann noch dazu zum Gesangverein kommen konnte, haben die ein besonderes Ansehen gehabt. Da war man wer. Man konnte singen, das war schon anerkennenswert, aber auch sich einfügen in so eine Gemeinschaft, wo ein Vorstand und ein Chorleiter dastehen und sagen, was man macht und singt. Also es war eine Ehre, in einem Chor zu singen. Ich war ja in den ersten 20 Jahren, da war es nicht dabei, oder 30 Jahre. Aber da habe ich gehört, dass also manche zum Gesangverein binden, weil er halt das gesellschaftliche Leben geprägt hat. Und man hat also manchmal bloß so einen Faschingsball gekönnt, wenn man beim Gesangverein war. Und das, also es gibt heute noch welche, damals haben sie ja aufgepasst, dass also auch es hervorgesungen waren und so weiter. Da war das eine, haben sie sich als Elite gefühlt. Und ich weiß, es war damals vielleicht auch ein bisschen übertrieben, würde ich sagen, so wie ich das von heute sehe. Aber das war halt damals, die waren halt richtig stolze Sänger. Bei der Gründung des Gesangvereins, da war ich noch nicht mal geboren vor 70 Jahren, aber er hatte immer schon einen hohen Stellenwert in der Dorfgemeinschaft. So der 1. Mai, das Waldfest oder der Volkstrauertag, das waren schon wichtige Bestandteile im Jahresablauf. Und sind auch jetzt nicht mehr wegzudenken. 1979 bin ich zu den Sangesfreunden gekommen, weil ich gerne singe und weil Frau Oll mir vom Chor erzählt hat. Ja, ich singe gern und drum unter 1955 hat sich der Verein also gesagt, dass er einen gemischten Chor singt. Männerchor haben wir ja schon lange. Und da habe ich mich angemeldet und bin bis jetzt geblieben. Bei den Sangesfreunden singe ich mit seit 85. Dazugekommen bin ich durch meine Schwiegermutter, weil ihr Arbeitskollege, das war der Herr Gregor, und der hat zu diesem Zeitpunkt Sänger gesucht und er hat gesagt, es wäre schön, wenn ich dazu der Sangesfreunde kommen täte, um mitzusingen. Ja, ich bin 1960 zu den Sangesfreunden, weil ich schon darauf gewartet habe, wann werde ich 18, dann darf ich dazu. Es waren einige junge Leute schon dabei. Es war der Verein im Ort, der anerkannte Verein. Ich war sowieso vom Elternhaus musikalisch geprägt. Mein Vater war Gründungsmitglied. Man wollte zu dieser geselligen und singfähigen Gruppe dazugehören. Also Hugo, weißt du noch, wie lange wir überhaupt singen? Ja, natürlich weiß ich das. Das war 79. Ja, weiter. Nee, da sind wir wieder nach Mainstockheim gekommen und der Willi hat uns animiert, in einen Liederabend zu gehen. Weißt du das noch? Ja, genau. Und da haben uns einige Lieder so toll gefallen, da haben wir gesagt, das müssen wir auch haben. Und da sind wir dann zu singen. Seitdem sind wir dabei, also ja. Seit 79. Das Ereignis, wo ich mich am meisten daran erinnere, ist an den
wo mein Sohn geboren ist, mein erster Sohn, der ist jetzt 37 inzwischen schon. Und da waren wir bei der Menglers, haben Männerchorprobe gehabt und danach haben wir praktisch unten im Gastraum waren dann die Schnaderhüpfeln oder so. Also der Kille, damals der Domi, der Bastel und so weiter. Das war die Hochform von allen Sachen, von meinem Stockheimer Kabarett, kann man sagen, was ich nie mehr so erlebt habe, wie das damals war. Und das hat sich da ergeben, weil ich halt dann noch was ausgegeben habe für meinen Erstgeborenen. Und das kann ich, also das habe ich ja nie mehr so erlebt. Also ich bin das erste Mal mit den Sängern bei meiner Hochzeit, sind wir da aufgetreten. Aber Sie haben da nicht mitgesungen? Nein, ich habe nur zugehört. Und es war 1957. Was natürlich früher auch sehr schön war, wir haben sehr viele schöne Ausflüge gemacht. Und immer, wo es uns am besten gefallen hat, haben wir uns hingestellt und haben dann gesungen. Ich kann mich erinnern, wir haben die Zahnkantate gesungen und zusammen im Kitzinger Gymnasium mit der Jugend. Und das war für mich ein sehr schönes Erlebnis, mit so vielen jungen Leuten zusammen zu singen. Also im Sängerzimmer, im Probenraum der Sangesfreunde Mainstockheim. Dieses Zimmer befindet sich im Johann-Heinrich-Zang-Haus. Und hier probt der Chor nun schon seit einiger Zeit. Er war nicht immer hier, aber die letzten Jahrzehnte fanden die Proben hier statt. Ich selber bin seit 1996 hier als Chorleiter tätig. Und ja, es ist schon unglaublich, wenn man überlegt, wie schnell die Zeit vergangen ist. So clear.
Ereignis für mich in meiner Laufbahn bei den Sangesfreunden war die Gründung des Kinderchors. Alle meine drei Töchter haben da mitgesungen und es war ein tolles Erlebnis, als Jugendleiterin hier 4 Musicals aktiv mitbegleiten zu dürfen. Also 1999 mit der Gründung vom Kinderchor bin ich dann auch mit eingetreten. Wahrscheinlich haben meine Eltern damals hingebracht. Und wie viele Kinder wart ihr damals am Anfang? Ich schätze so um die 30, 15. Das ist ja sehr vage. Meine Schwester war auf jeden Fall auch mit dabei, 99. Also. Da mussten alle mit. Ja. Ein besonderes Ereignis war im Jahr 1999. Denn in diesem Jahr, ich würde es heute als Schicksalsjahr bezeichnen, wurde der Kinderchor der Sangesfreunde Mainz-Stockheim gegründet. Zur gleichen Zeit wurde die Turnhalle, die hier gegenüber liegt, fertiggestellt und im Mai eingeweiht. Und unser damals noch sehr junger Kinderchor hat mit ein paar Liedbeiträgen die Einweihung der neuen Turnhalle umrahmt. Ich glaube, der Gemeinde Mainz-Stockheim sowie dem Turnverein war damals nicht klar, wozu diese Halle noch nützlich sein könnte. Und so haben wir im Laufe der nächsten Jahre bis heute die Turnhalle zu einer Meistersingerhalle gemacht, denn hier fanden Konzerte, Musicalaufführungen statt. Hier fanden Veranstaltungen, Liederabende statt, aller Art. Ja, singen im Chor, das macht halt Spaß, in der Gemeinschaft mitzusingen und dann das Resultat zu hören. Lebendige Klänge genießen.
Text und Musik verstehen lernen? Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder, war damals auch ein üblicher Spruch. Und so habe ich mich auch gefühlt. Freude für mich und andere? Abschalten vom Alltag? Ja, eine Freizeitgestaltung mit anderen Menschen. Einmal, das ist das Wichtigste. Und natürlich, ja, auch ein bisschen künstlerisches Attitüde. Das ist ja auch klar, man will ja gut sein. Gemeinschaft und Gesundheitstraining für den Kopf, das Gehör und die Atmung. Die Herausforderung, schöne Lieder zu singen und am Ende das auch zu können. Ja, und ich lerne gern noch etwas dazu und beim Singen kann man das. Was uns alle verbindet, ist die Lust an der Gemeinschaft, ist die Lust an der Literatur, am Erarbeiten von Stücken. Und das ist tatsächlich etwas, was man als Chorleiter eines Laienchores lernt zu schätzen. Die Erfolge spielen sich im Kleinen ab. Die Erfolge spielen sich so ab, dass wir alle spüren, wir haben unser Bestes gegeben und wir wollen weiter daran arbeiten. Aber es ist wirklich sehr schade, dass es den Männerchor nicht mehr gibt. Wir haben versucht, ich sag mal, in einem Zeitrahmen von 2 Jahren den Männerchor in diesem Stile weiterzuführen, aber haben leider irgendwann gemerkt, es geht so nicht mehr weiter. Leider. Im Männerchor wurden es immer weniger aktive Sänger. Teils aus Altersgründen, teils auch, weil sie sich beruflich mehr engagiert haben. Also der Männerchor, der liegt, hat mir total am Herzen gelegen und mir tut es total leid, dass es den Männerchor nicht mehr gibt. Und ich weiß so viele in meinen Stockheimer, sagen wir mal meines Alters oder 10 Jahre jünger noch, wo ich weiß, wenn sie im Männerchor jetzt wären, wären sie glücklich, aber sie gehen nicht, aber sie sind nicht rein. Ich habe es damals probiert und es hat mir also schon immer das Herz wehgetan. Ich bin ja jetzt in einem anderen Männerchor, aber also ein Männerchor ist schon ein bisschen was, ja, es ist halt so. Es ist schon manchmal eine Clique auch und es ist, wie ich vorhin auch gesagt habe, es ist schon was Tolles, wenn es richtig funktioniert. Also ich mag natürlich das alte Lied gut auch schon, aber nicht nur. Und bin immer froh, wenn der Uwe dann irgendwas Neues bringt.
vor allem, was er selber komponiert hat. Und das hat einen ganz tollen Rhythmus immer und das mache ich sehr gern. Ja, wie du schon gesagt hast, man darf natürlich auch das Alter nicht vergessen, aber nicht überbewerten. Ne? Wenn wir eben junge Leute zu unserem Chor bringen wollen, müssen wir auch entsprechendes Lied gut bringen und singen. Und das wird in Zukunft immer wichtiger werden. Ne? Genau, die alten Schlager, ein bisschen aufgemutzt vom Uwe und dann passt es. Ja, die finde ich besonders toll. Ne? Es kam Klavierbegleitung dazu, die hat es einfacher gemacht und voluminöser und klanglich besser. Das fing dann mit den späteren Chorleitern an. Das war natürlich gut. Gregor hat damit sich schon bemüht, aber besonders gut wurde es halt unter unserem Chorleiter Ungerer, der ja der Musikus war auf allen Gebieten und uns begeistern konnte. Also Hip-Hop oder was nicht, ne? Aber sowas, also ich brauche eigentlich ein Volkslied ohne Rhythmus, ist mir ein bisschen zu lahm. Nach wie vor gilt für mich, man sollte singen können und gerne singen und schon zu Hause oder in Gruppen gesungen haben. Auch wenn der Chorleiter sich Mühe gibt, nicht fähige Leute zum Singen einigermaßen zu bringen. Das Gehör sollte gut sein, man sollte gerne singen, die Gemeinschaft lieben und sich selbst etwas Gutes tun wollen. Eigentlich muss man die Menschen lieben können. Das ist für mich, man muss die Menschen lieben und auch wie sie sind. Das ist es für mich eigentlich, was man überhaupt in der Gemeinschaft haben muss. Auf der Himmel, beim Himmel war er nicht hoch genug. Schön in der Tiefe. Himmel voll Wolken, die Erde voll Schatten. Einmal ein bisschen fetter werden vom Sound, ne? Okay, aber der Anfang ist klar jetzt, ne? Warte, damit einmal zusammen bis dahin. Also erstmal sollte man Freude am Singen haben und auch wissen, auf was man sich einlässt, weil man ja schließlich jede Woche mindestens einmal singt. Dann singt man auch manchmal an den Wochenenden, da muss man auch da sein. Und das andere, das Helfen und das Richten, das ergibt sich von selber. Wenn du Spaß am Singen hast, dann gelingt alles. Da brauche ich gar nichts mehr dazu sagen, genau so ist es richtig. Eins und... in so einem Verein tätig ist, dann sollte man schon auch mal Lust aufs Feiern haben. Ja, 70 Jahre, sagen es Freunde, Grund zum Feiern ist, man muss immer feiern, weil man weiß ja nicht, ob man eh 70. mal lebt. Ne? Ganz einfach, und das heißt, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, und das ist also der Grund, warum dass wir das machen. Sehen Sie die Nacht entschleiert,
Gesang ist wie 70 Jahre Frieden. Stoker feiert. Und das nicht wie. Auf jeden Fall ist das ein Grund zum Feiern. Wir können stolz sein, dass wir so lange durchgehalten haben. Und es stärkt bei uns, für mich und auch die anderen, den Wunsch, dass es weitergeht, weil eben diese singende Gemeinschaft den Leuten, die gerne singen, sehr viel bringt. Und es ist ein kameradschaftliches Miteinander dadurch immer wieder zu spüren. Ich denke, 70 Jahre Gesangverein sind auf jeden Fall ein Grund zum Feiern, weil man weiß nie, was in den letzten Jahren passiert. Vielleicht können wir es 75 Sekunden mehr feiern. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin stolz auf meine Sangesfreunde. Ja, selbstverständlich. Da haben wir eine Verpflichtung den vorherigen gegenüber, den vorderen gegenüber, ne? Ja, ich finde auch, 70 Jahre muss gefeiert werden und das machen wir auch heute. Ihr seid ja jetzt als Ehepaar in dem Chor. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Für uns ist es eigentlich ein Vorteil, ne? Für uns war es auch der Grund, dass wir beide zum Singen gingen, weil wir sagten, wir brauchen wenigstens einen Abend, an dem wir zusammen sind. Ist ja ideal. Und könntet ihr jetzt einfach aus dem Stegreif ein Lied zusammen singen? Das sind wir absolut überfordert. Das können wir nur mit dem Chorleiter zusammen. Der ist halt jetzt gerade nicht da. Ne? Was hast du dir denn vorgestellt? Alle Vögel oder so? Lieber nicht. Kommen Sie mal, schauen Sie mal. Unser Kühlschrank. Glauben Sie denn wirklich, dass diese paar Getränke für eine Chorprobe reichen? Also, ich weiß nicht, ich glaube das nicht.